Willkommen zurück, Freunde, bei Gothic. Ja, wir haben drei von fünf Schamanen, wenn ich jetzt nicht lüge. Und oh mein Gott, was ist das denn da unten? Ne, 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 da unten sind Piekser. Und ehrlich gesagt, weiß ich gerade nicht, was wir tun sollen. Hinter uns ist einfach die Tür zugegangen. Kann man hier oben hoch? Da oben sind doch so Hebel oder so. Da kann man was machen. Oh nee, ne? Oh, Freunde, das ist nicht gut. Jetzt liege ich hier irgendwo in der Wand. Ja, das ist schlecht, denn ich hatte nicht gespeichert jetzt mit Absicht nach der Folge und wir können gar nichts mehr machen. Sehr schön. So, dann müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken. Ich meine, das hier war der letzte Spielstand. Und genauso ist es. Dann machen wir es halt noch einmal. Schade. Schade, Freunde, schade. Aber wir wissen ja schon mal, was auf uns zukommt. Denn. Da ist er. Der Blitzorg. Zumindest mit dem Stab des Blitzes. Sterblich, deine. Erstmal. Dann wollen wir. Nein, nein, nein. Wollen wir den hier erstmal eliminieren? Wollte ich sagen. Achso, Moment, Moment. Bevor ich da jetzt reinlaufe und das eine Sackgasse ist. Erstmal geht es darum. Hier hat man einen Pfeil. Warum auch immer. War hier nicht irgendwo ein Podest oder so, wo wir das Schwert reinstecken können? Haben wir nicht, ne? Hast du irgendwas dabei? Auch nicht. Okay, wir haben, was wir wollten. Wir können hier direkt mal speichern. Was ist denn, wenn ich den Schalter hier bewege? Ach so. Alles klar. Gehst du auch wieder auf? Der geht doch nicht wieder auf. Das war, intelligent war das. Sehr intelligent. Jetzt geht natürlich hier die Tür auch wieder zu, ne? Dachte ich mir. Aber was soll ich denn hier machen? Gib mir mal Telekinese. Telekinese. Jetzt werde ich ja bekloppt. Gib mir den Bogen. Alles klar. Aha. Ne, die Seitendinger sind nix. Weil da oben wollte ich eigentlich hoch, konnte ich aber nicht. Ach, Freunde, sobald ich da runter gehe, bin ich tot, komm. Oder? Nö, bin ich nicht. Noch nicht. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, aber jetzt wollen wir erstmal uns Licht verschaffen. Okay. Zornstahl. Was ist denn Zornstahl? Kann man euch plündern? Oh, Elixier der Geschicklichkeit plus 8. Nice. Oh, richtig nice. So, was ist mit dir? Oh, wow. Ja, nehme ich mit, nehme ich mit. Stärkebonus, jawolle, sehr schön. Und ein Schutz vor Feuerring. Ja, dankeschön. Aber wofür ist das hier unten denn bitte? Was haben wir hier noch Schönes? Die Frage ist, kommen wir hier unten auch wieder raus, ne? Okay. Oh, das finde ich ja mal richtig genial hier, Freunde. Mach mal auf hier. Aha, maximales Mana. Nice, hör mal, nice. Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt hier machen? Ist da ein Knopf oder was soll da? Ach, Freunde, komm, wenn ich da jetzt drauf gehe, da bin ich schon Matsch, ne, oder? Komm, komm, wir machen es einfach mal. Und bin ich Matsch? Nein, bin ich nicht. Okay. Aber wie hilft mir das jetzt bitte weiter? Schieß nochmal drauf. Nochmal. Wie komme ich hier raus? Der hat nichts. Kann ich da nicht sein Schwert reinstecken? Nee. Das kann doch eigentlich nicht sein, ne? Ja, dann visier vielleicht den anderen an, den da drüber oder so, oder gibt's nur einen? Gibt's hier nur einen? Oh, Freunde, Freunde. Ich will da nicht nochmal runter. Ich will halt nicht aufgepiekst werden, wenn ihr wisst, was ich meine. Haben wir nicht hier irgendwas? Irgendwie einen Schalter oder sowas? Gib mal her, Telekinese. Telekinese. Hier ist aber nix. Was war das denn für ein Trick hier? Ach so. Ah, alles klar. Und jetzt sind die Piekser wieder aktiv, oder was? Ja, wenn ich da oben hoch könnte, würde ich auch gerne hochgehen. Aha, okay. Ja, alles klar. Das muss man natürlich ja erstmal wissen.
Eieiei. Rätsel über Rätsel. Ja, das hier ist natürlich jetzt die schlauste Sache, ne? Wie. Ah. Alles klar. Gut. Haben wir doch nochmal Glück gehabt. Glück im Unglück oder wie auch immer man es nennen will. Damit hatten wir jetzt dann schon den dritten Schamanen. Jetzt wollen wir mal eben gucken. Tränke. Gib mal her. Geschicklichkeit. Jom, jom, jom. Da unten haben wir Stärke plus 3. Sehr schön. Hier haben wir maximale Lebensenergie. Sehr schön. Haben wir echt jetzt zweimal Bonus für maximales Mana? 15. Wahnsinn. Ist ja der Hammer. Ja, dann trink dir doch direkt mal hier so einen großen Schluck hier, ne? Damit du Mana hast. Und hier noch einen großen Schluck für Lebensenergie. Freunde, es läuft ehrlich gesagt perfekt. Bis dato kann man nicht meckern. Wir können jetzt unten noch entlang. Und wir können hier lang. Ich wähle mal diese Seite hier. Wenn es wirklich 5 Schamanen sind, dann lassen wir uns halt überraschen. Wenn das hier überhaupt der richtige Weg ist. Aber es sieht nicht verkehrt aus. Auf jeden Fall sieht es nicht verkehrt aus. So. Ja, ich höre schon wieder Minecrawler. Gib mal her hier. Da unten kann man runter. Okay, und was erwartet uns unten? Okay, da ist wieder ein Tor. Da ist auch wieder sowas. Ah, Freunde, ich weiß ja nicht. Ich gehe mal den anderen Weg eben entlang. Ist ja kein Problem, ne? Ich glaube, hier geht es den richtigen Weg weiter. Ich meine, irgendwie geht es ja zum Schläfer. Das sieht mir da so danach aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wir gehen hier einfach mal vorsichtig oder auch nicht hinunter. So, und hier ist jetzt irgendwo unter uns die Tür aufgegangen. Hallo? Zumindest das Tor. Mal gucken, wo es hier weitergeht. Komm, hol direkt mal die Waffe raus, ey. Ich traue hier keinem Ding irgendeinen Meter hier. Na, mein Crawler. Ja, ist ja gut. Keine Ahnung, ob wir überhaupt noch Crawler-Platten brauchen. Dachte ich es mir doch. Hier wäre nämlich auch der Weg hier hinunter gewesen. Haben wir irgendwelche Viecher hier? Ist ja schon der Hammer, ey. Naja, nun gut. Dann wollen wir hier auf jeden Fall nochmal speichern. 2 Stück fehlen noch, ne? Wenn ich mich jetzt nicht gehört habe. Boah, das sieht mir richtig mies hier aus, ne? Ne, da gehe ich nicht rein. Da gehe ich nicht rein. Da sind die Piekser am Boden. Ja, natürlich. Und, ist ja klar, wir müssen da rein, ne? Weil hier haben wir keinen Schalter oder so, ne? Und das geht erst auf, wenn wir in den Raum mit den Pieksern reingegangen sind, oder was? Oh Mann. Ich will nicht. Ich will nicht. Was haben wir hier noch? Ah, guck mal hier. Wen haben wir da? Gorboba? Okay. Dahinter ist ein Minecrawler oder davor? Ne, ich glaube dahinter. Oh, Freunde, wo sind wir denn hier gelandet? Speicher mal bitte. Hallo, bist du freundlich? Ich meine, du bist ja einer der Dingens, ne, oder? Hallo. Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Warum nicht? Willst du mich aufhalten? Ja! Ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Nein. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Okay. Okay, alles klar. Ja. Später vielleicht, Jungs. Nicht, wenn die Minecrawler mit dabei sind. Lalalala. So, dann komm mal ran. Zeig, was du drauf hast, Junge. Zeig, was. Oh, der ist auf jeden Fall nicht verkehrt, ne? Der ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern, ist der. Ey, das wollte ich machen. Mach mir nicht alles nach. Jawohl. So, und jetzt eine Hüterklinge. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Eine leckere Wurzelsuppe. So, mal gucken. Ich lass den jetzt einfach mal liegen und trink mal einen Trank. Ich weiß nicht, ob wir den umbringen müssen. Aber warten wir halt mal ab, ne? So.
Da können wir eigentlich direkt mal, wenn er am Boden liegt, eigentlich mal speichern. Zack. Nein, ich glaub's nicht. So, und jetzt? Das wird dir noch sehr leid tun. Ja. Jetzt geht er einfach weg, oder was? Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Da. Freunde, ihr wisst ja, das hatten wir schon einmal. Ich wollte den jetzt eigentlich ansprechen und jetzt hängen wir in dem Gespräch fest. Ich weiß nicht, wenn er jetzt da hinten irgendwann mal steht, ob das jetzt weggeht. Ansonsten... Oh, das wäre blöd. Dann müsste ich halt die Aufnahme einmal fix beenden. Na, ich will natürlich die Spannung jetzt nicht rausnehmen. Ich finde das gerade so gut hier. Nee, Freunde, da kommen wir anscheinend nicht raus. Tut mir leid. Dann machen wir eben mal hier einen Schnitt. Dann sehen wir uns gleich wieder. Zack. Und ich habe gezaubert. Nein, er liegt immer noch auf dem Boden. Diesmal werden wir uns nicht mit dem unterhalten. Wir werden ihn jetzt schlitzen. So. So unsterblich bist du, mein Freund. Nämlich gar nicht. So, jetzt gucken wir mal. Die Minecrawler sind nämlich eben hier ein bisschen rumgeflitzt. Ich weiß gar nicht. Wo sind die denn? Die laufen gegen das Gitter oder so, ne? Na, Jungs? Oh, Nummer 1. Ah, komm schon. Trau dich. Sehr gut. So, die nehmen wir natürlich aus. Hier, das Gitter ist auch zu, ne? Also hier geht es anscheinend runter zum Schläfer, ne? Sonst würde der ja nicht hier vorne dran stehen. So, Telekinese. Der gute Kalum. Kalum. Der sich nämlich verzogen hat, der ist jetzt tatsächlich wirklich hier hingegangen, um den Schläfer zu erwecken. Das wäre der Hammer, wenn der das sogar schaffen würde. Boah, Freunde, ich habe hier so Bammel, hier reinzulaufen, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Aber so ein Schiss. So, wir werden jetzt auf jeden Fall mal eben speichern. Wir müssen anscheinend hier rein. Ich habe keine Ahnung, warum. So, Spiel speichern. So, komm, Piekser. Ich werde so und so zucken. Ist doch Logo. So, zeig mir ja Telekinese. Vielleicht haben wir hier ja irgendwas. Ich weiß nicht. Wir müssen auf Hebel oder so aufpassen. Aber was ist das denn hier, ey? Ist doch ein Witz, oder? Wir haben hier auch nichts, ne? Irgendwie ist hier nichts. Was soll das denn hier sein? Was soll man hier machen? Da oben, das ist ein Schalter, ne? Da müssen wir mit Pfeil und Bogen, müssen wir da drauf schießen. Wie willst du das denn hinkriegen? Und wenn du da drauf schießt, geht das Ding hier hoch, ne? Das sehe ich doch jetzt schon wieder. Oder haben wir hier sonst irgendwo einen Schalter oder sowas? Sieht das hier nicht? Ne, das sieht nicht so aus. Haben wir nicht irgendwie einen Schalter oder irgendwie sowas sonst auf dem Boden? Ich meine, Freunde, wir haben gespeichert. Ihr wisst ganz genau, was passiert, wenn ich jetzt den und den mache. Ja, klar, jetzt geht alles zu und jetzt kommen die... Oh, warte, hier kann ich... Ja, alles klar. Schlitz. Okay. Ich weiß aber was, was du nicht siehst. Das habe ich jetzt mal gerade auf die Schnelle gesehen. Und zwar, wenn wir uns hier hinstellen. Warum, ja, sehr schön. Okay, warte mal. Gehen überall die Dinger hoch oder wo? Nee, hast du keine Chance. Okay, auf ein neues. Mal gucken. Wenn ich jetzt hier gegen die Wand laufe... Ey, das kann doch nicht sein. Ah, okay. Neuer Versuch. Und zwar... Edge. Du mich auch. Was geht denn jetzt hier auf? Nanu?
Wir haben auf jeden Fall irgendeinen Mechanismus in Bewegung gesetzt. Alles klar. Okay. Ach so, okay. Alles klar. Da geht die Tür auf. Ja, ja, da können wir jetzt rein, okay. Und da unten, die zum Schläfer, da können wir noch nicht rein, oder wie? Okay. Was wird das jetzt? Nee, 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 nee. Nee, nee. Dann geh du ruhig mal zu. So, du bist ja hinüber. Geht er da einfach wieder zu, ey. Du bist ja drin eingesperrt. Oh, ich ahne Böses. Hier drin erwartet uns, glaube ich, ein Rätsel. Ich will hoffen, dass das jetzt alles auch so stimmt. So, hallo? Hier haben wir wieder mehrere Schalter, ne? Das ist wieder Schaltersache, ist das hier. Alles klar. Das sollten wir hinkriegen, sollten wir das, Freunde. So, wir haben hier wieder... Wir haben hier Rot. Rot. Blau. Oder ist das Gelb? Gelb-Blau. Oh mein Gott, warte mal. Haben wir hier irgendwie eine Anzeigetafel, was das richtig ist oder so? Nee. Irgendwie bunte Symbole oder so fehlen uns, ne? Irgendwo, irgendwie... Bunte Symbole. Zeigen sie sich. Da unten sehe ich auch nichts. Ja, haben wir nicht aufgepasst, ne? Da haben wir irgendwo Symbole vergessen. Das ist natürlich gar nicht gut. So, da unten wird auch nur so ein Schütze angezeigt, ne? Okay, kann man da eigentlich oben hoch? Warte, warte, bleib mal hier. Ja, Tatsache, aber das bringt uns mal gar nichts, ne? Ne. Das bringt uns wenig. Runter müssen wir eh nicht. Ja, dann haben wir gar keine Anzeige hier. Oh, jetzt geht's los. Rätselstunde. Ich bin dafür, dass wir mit der goldenen Mitte anfangen. Oder haben wir irgendwo Rätsel? Nee, egal. So, goldene Mitte. Auf geht's. Ja, das war klar. Hallo, mein Freund. Na, wie geht's dir? Na, komm her. Komm her. So, blau, rot, gelb. Nanu? Und jetzt ist keiner gespawnt, dann war es wahrscheinlich falsch. Also, gelb. Nee, passiert gar nichts. Das heißt, wir müssen das Rätsel mal von vorne beginnen, ja? Also blau. Achso, war doch jetzt richtig. Ah, okay. Das Ding ist aufgegangen. Aber ich dachte, jetzt erscheint hier noch ein Schamane. Eieieiei. Okay. Ich dachte, hier erscheint jetzt noch ein Schamane. Warte mal, ich speichere mal hier, weil ja das Tor aufgegangen ist. Und werde jetzt einfach nochmal so einen Schalter betätigen. Weil eigentlich rechne ich ja damit, dass ein Dämon kommt. Und als drittes dann... Ja, genau das dachte ich mir nämlich. Und als drittes dann ein Schamane. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, komm her. So. Und jetzt einfach nochmal rot. Weil wir es halt können. Okay. Vielleicht nochmal rot. Und dann kommt natürlich direkt wieder ein Dämon, ne? Oh, dann. Komm her. Jetzt hab dich nicht so. Komm heran, ja. So. Okay, das bringt anscheinend nichts. Ich werde mir die Stelle aber auf jeden Fall merken, weil ich traue dem Braten nicht. Wir brauchen 5 Schamanen. Wie weit geht denn der Tempel darunter? Jetzt mal ohne Witz.
Wie weit soll der denn da runtergehen? Wir nehmen jetzt auf jeden Fall erstmal hier so ein lecker Tränkchen zu mir. Mir egal, wir haben davon so viele Freunde. Und werden das Ganze hier abspeichern, weil wir haben ja immerhin das Tor geöffnet. Das ist ja nicht verkehrt. Und jetzt gucken wir mal, was uns... Hallo. Na? Ja. Oh, na klasse. Das sieht ja richtig gut aus hier. Oh, die machen sogar Damage, machen die hier. Na, komm mal ran hier, ins Dunkle. Ein fanatischer Templer. Sehr schön. Er haut aber auch einen Schaden rein. So. Nee, vergiss es, Junge. Du stehst nicht mehr auf hier. Mein Templerfreund. So. Ho. Ein leichter Zweihänder. Okay. Ja, immerhin. Wir haben ja immerhin Heiltränke dabei, ne? Das kann ja nie schaden. Gerade weil wir eben so viele ja getrunken haben. Ja, super. Wir haben so viel Leben, ey. Die machen uns Damage. Das bringt gar nichts. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir speichern hier und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.